Ich zeige euch heute, wie man so eine Bini häkelt. Ich habe sie in der Mitte begonnen mit einem Farbverlaufsgarn. Und zwar habe ich hier von Prolana die Ocean verwendet. Sie besteht zu 100% aus Baumwolle und hat eine Lauflänge von 110 Meter auf 50 Gramm. Die Ocean gibt es in 7 verschiedenen Farbtönen, die alle einen schönen Farbverlauf haben. Hier habe ich die Farbe Nummer 34 verwendet, Pink-Blau. Ich beginne mit einem Fadenring. Steche ein, hole den Faden durch, arbeite 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und arbeite nun in diesen Fadenring insgesamt 12 Stäbchen. Also das erste sind diese 3 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nun ziehe ich den Fadenring zusammen und schließe das Ganze mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Nun ist die erste Runde beendet. Nun häkle ich 3 Luftmaschen und häkle in die gleiche Einstichstelle, also noch vor diesen 3 Luftmaschen, häkle ich 6 Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 6. Nun übergehe ich 3 Stäbchen und häkle in die folgende, zwischen die folgenden 3 wiederum 6 Stäbchen. 5, 6. Dann übergehe ich wieder 3 und häkle wieder zwischen das dritte und vierte Stäbchen insgesamt 6 Stäbchen. Und noch einmal übergehe ich 3. Und häkle hier wieder 6 Stäbchen. So, nun ist die zweite Runde beendet. Ich habe nun also 6, 12, 18, 24 Stäbchen und schließe die Runde wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Nun beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und häkle um diesen ersten Zwischenraum wieder 5 weitere Stäbchen, sodass es hier wieder insgesamt 6 Stück sind. So, zwischen diese Gruppe, also genau um die dritte und die zwischen das dritte und das vierte Stäbchen, häkle ich 3 Stäbchen. Und in den folgenden Zwischenraum wieder 6. Also vor dieser Sechsergruppe häkle ich wieder 6 Stäbchen.
In den folgenden Zwischenraum, also zwischen dritter und vierter, häkle ich 3. Und vor die 6 wieder 6 Stäbchen. Und hier wieder 3 dazwischen. Und dann wieder 6. Und noch einmal zwischen das vierte und fünfte Stäbchen 3 Stäbchen arbeiten. Und dann wieder das Ganze mit einer Kettmasche schließen. Ihr seht, das Muster besteht also stets nur aus Stäbchen, wie der Loop und der Schal auch. Ich häkle wieder 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und um die erste Lücke, um den ersten Zwischenraum 5 weitere Stäbchen. Hier finden also stets die Zunahmen statt. Immer vor der Sechsergruppe der Reihe davor. In die Sechsergruppe häkle ich stets zwischen das dritte und vierte Stäbchen 3 Stäbchen, um den folgenden Zwischenraum wieder 3 Stäbchen. Und nun befinde ich mich wieder vor einem Zwischenraum vor einer Sechsergruppe. Hier kommt auch wieder eine Sechsergruppe rein. Also stets vor den Sechsergruppen findet die Zunahme statt. Dazwischen, wieder zwischen die dritte und vierte, die 3. Um den folgenden Zwischenraum auch 3. Und dann kommt wieder ein Zwischenraum, dem eine Sechsergruppe folgt. Also hier wieder eine Sechsergruppe. In die Sechsergruppe wieder 3 Stäbchen zwischen das dritte und vierte Stäbchen häkeln, um den folgenden Zwischenraum 3 und dann folgt auch schon wieder eine Sechsergruppe, also hier wiederum 6 Stäbchen häkeln. Diese Art des Zunehmens bleibt nun gleich, bis wir die benötigte Maschenzahl erreicht haben. Ich brauche insgesamt 96 Maschen. So, und nun ist auch die vierte Runde beendet. Ich schließe diese wieder mit einer Kettmasche, ebenfalls wie gewohnt. Noch einmal zeige ich nun das Zunehmen. 3 Luftmaschen und um den ersten Zwischenraum, der befindet sich ja auch vor einer Sechsergruppe, wieder eine Sechsergruppe arbeiten. In die Sechsergruppe wieder wie gewohnt. Stäbchen
um den folgenden Zwischenraum drei Stäbchen und nun folgt ein weiterer Zwischenraum wieder mit drei Stäbchen, also da wird in jeder Runde wird es eine Dreiergruppe zwischen den Zunahmen mehr. Und nun bin ich wieder an einem Zwischenraum, dem eine Sechsergruppe folgt, hier also die Sechsergruppe arbeiten. Und das Ganze wiederholt sich stets viermal pro Runde. Für diese Beanie habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Runden zugenommen. So bis ich insgesamt, also nach dieser 9. Runde, habe ich dann 120 Maschen in Arbeit. 120 Maschen, also 40 solche Dreierbüschel habe ich dann nach der 9. Runde. Dann wird noch die 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. Runde ohne Zunahmen gearbeitet, also einfach stets Dreierbüschel. Insgesamt also 19 Runden. Und danach habe ich 4 Runden feste Maschen gehäkelt und habe in der ersten Runde jede zweite und dritte Masche zusammen abgemascht. Hier ist eine feste Masche, die zweite und die dritte habe ich zusammen abgemascht. Hier ist wieder eine feste Masche, wieder die folgenden zwei zusammen abgemascht, sodass ich nach der ersten Runde mit festen Maschen noch 80 Maschen in Arbeit habe. Also hier Kopfumfang sind 80 Maschen und danach noch 3 Runden feste Maschen, dabei nur ins hintere Maschenglied einstechen, also nur stets nur in dieses hintere Maschenglied. Deshalb gibt es hier diese querliegenden Linien. Und dann ist die Beanie fertig. Ich wünsche euch viel Spaß damit.